Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Market Insight, präsentiert von GKFX. In dieser Woche war Börsianern trotz Karneval nicht unbedingt zum Feiern zumute. Der DAX rauschte am Rosenmontag ab, schloss über 3% im Minus und unter der Marke von 9000 Punkten. Sorgen um die Weltwirtschaft haben die Märkte weiterhin fest im Griff. Dienstag ging es dann noch weiter abwärts, da zog dann der eine oder andere schon Vergleiche zur Finanzkrise. Vor allem Banktitel wurden heftig in Mitleidenschaft gezogen, denn die Angst vor einer schwächelnden Wirtschaft lässt Kreditausfälle befürchten. Zumindest die Wall Street konnte sich etwas stabilisieren, der Dow ging am Dienstag nahezu unverändert aus dem Handel. Die Stabilisierung schwappte am Mittwoch auch auf den DAX über. Nach einem leicht positiven Start konnte der Leitindex dann richtig aufdrehen, übersprang wieder die Marke von 9000 Punkten und ging mit einem Plus von 1,6% aus dem Handel. Bankaktien, noch in den Vortagen abgestraft, konnten auf einmal wieder richtig zulegen, allein die Aktie der Deutschen Bank zum Beispiel um die 10%. Der Ölpreis hat sich wieder ein bisschen erholt und der Euro verbilligt. Das hat dem Markt geholfen, aber natürlich haben wir auch eine Gegenbewegung gesehen auf den Abverkauf der Vortage. Nach der lange erwarteten und viel erwarteten Rede von Fed-Chefin Janet Yellen scheint zwar jetzt eine weitere Zinserhöhung in den USA schon im März eher unwahrscheinlich, allerdings hat sie ganz klar die Risiken für die Wirtschaft betont. Und das hat den Markt dann keineswegs beruhigt. Dementsprechend konnte der Dow am Mittwoch sich dann nicht erholen. Und auch die DAX-Erholung blieb ein kurzes Vergnügen. Schon am Donnerstag ging es weiter runter, am Ende des Tages ein Minus für den Leitindex von fast 3%. Immerhin, der Freitag startete ziemlich freundlich für den DAX. Und sonst? Der Plan des Immobilienkonzerns Vonovia ist nicht aufgegangen. Aus der feindlichen Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen wurde nichts. Adidas begeisterte die Börse mit vorläufigen Zahlen und einer sonnigeren Prognose. Ja, und die Commerzbank will nach einer satten Gewinnsteigerung erstmals seit der Finanzkrise wieder eine Dividende zahlen, 20 Cent je Aktie. War auf jeden Fall nichts für schwache Nerven diese Woche an der Börse. Wie geht's jetzt weiter? Was sind die Hintergründe? Wie sieht das charttechnische Bild beim DAX gerade aus? Jede Menge Fragen. Und dazu jetzt bei mir Cornelius Baczynski, Marktanalyst bei GKFX. Herr Baczynski, wie hat denn jetzt diese doch sehr heftige Woche das charttechnische Bild beim DAX beeinflusst? Genau, also wir haben jetzt gesehen im kurzfristigen Bereich im DAX, ja, wir hatten diese ganz wichtige Marke in dem Bereich der 8300 Punkte, die jetzt eindeutig nach unten gebrochen wurde. Wir sind viermal dran gelaufen, jedes Mal hat der Markt sich noch ein bisschen stabilisiert. In dieser Woche sind wir deutlich nach unten durchgefallen und schwuppsdiwupps ging es dann deutlich nach unten. Wir sind dann 500 Punkte weiter runtergelaufen. Hier scheinen wir uns erstmal kurzfristig zu stabilisieren. Aber wenn wir uns das langfristige Chartbild mal anschauen, dann sehen wir, dass mit diesem Bruch der 8300 Marke jetzt Platz ist bis zu den alten Allzeithochs, also ein ganz normaler klassischer Pullback aus rein charttechnischer Sicht. Das heißt, in den Bereich der 8300 bis 8000 Punkte Marke ist durchaus noch Platz nach unten. Also da kann man sich darauf einstellen, dass wir dann noch deutlich weiter runterlaufen werden in diesen nächsten Wochen, vielleicht sogar auch schon in dieser Woche. Da werden wir dann mal genau schauen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ganz wichtig auch, was wir in dieser Woche gesehen haben. Frau Yellen hat ja vor dem Repräsentantenhaus gesprochen und da hat sie dann noch mal ganz deutlich erwähnt diesmal, ja, dass es der Weltwirtschaft nicht gut geht. Und zum anderen hat sie aber auch gesagt, dass graduell weiterhin die Zinswende stattfinden wird. Das verunsichert natürlich die Anleger und man rechnet damit, dass auch in diesem Jahr weitere Zinsanhebungen folgen werden. Das ist natürlich Gift für die Börse. Ja, und dementsprechend dasselbe haben wir dann gesehen, sowohl im DAX als auch in den US-Indizes ist noch mal deutlich nach unten gegangen in dieser Woche. Also hört sich aus charttechnischer Sicht nicht so richtig ermutigend an. Wenn wir jetzt auch auf Termine schauen, die in der kommenden Woche anstehen, wo schauen Sie da besonders hin? Genau, also am Montag stehen schon mal ganz wichtige Daten aus China an. Die Importe kommen rein, die Exporte kommen rein. Wir bekommen die Handelsbilanz rein. Also ganz wichtige Daten, um zu sehen, wie steht es um China? Wie sieht die Konjunktur in China aus? Also da werden wir ganz genau drauf gucken. Dienstag natürlich ganz klar ZEW-Konjunkturindex hier für Deutschland. Da schauen wir auch nochmal genau drauf, wie entwickelt sich das Ganze hier in Deutschland. In den USA stehen die Daten für den Häusermarkt an, insbesondere die Baugenehmigungen, die dann reinkommen werden. Wir bekommen die Industrieproduktion rein, die Erzeugung. Erzeugerpreise bekommen wir rein. Am Donnerstag kriegen wir dann nochmal Erzeugerpreise aus China und die Verbraucherpreise rein. Also auch wieder ganz wichtige Daten, die uns dann bevorstehen werden. Wir bekommen auch die Verbraucherpreise aus den USA rein. Also wichtige Sachen, die uns dann Aufschluss darüber geben werden, wie ist es auch überhaupt um die Preisentwicklung bestellt in den USA. Was natürlich dann direkten Einfluss auch auf die Zinspolitik der US-Notenbank dann haben wird. Ja, also grundsätzlich gehe ich nicht davon aus, dass die US-Notenbank aufgrund der weltweiten
verstärkten konjunkturellen Lage jetzt im März schon an der Zinsschraube wieder dreht und die Zinsen anheben wird. Aber sicherlich in der zweiten Jahreshälfte durchaus möglich, dass wir dann wieder steigende Zinsen haben werden. Und die Börse nimmt ja sowas vorweg. Ja, die handelt immer die Zukunft und das sehen wir aktuell auch an den Märkten. Also, was wir aktuell sehen, da hat jetzt nicht immer so gut ausgesehen. Wenn wir jetzt, also Termine, nächste Woche haben wir jetzt schon drüber gesprochen, aber Sie haben ja auch schon charttechnisch gesagt, okay, in den nächsten Wochen kannst du auch nochmal weiter runtergehen. Womit rechnen Sie jetzt für die kommende Woche? Also in der kommenden Woche denke ich mal, dass wir im DAX dann nochmal deutlich weiter runterlaufen werden. Ja, also sicherlich mit kurzfristigen Korrekturen nach oben. Also volatil wird es auf jeden Fall bleiben, da sollten sich die Marktteilnehmer drauf einstellen. Aber grundsätzlich gesehen in der nächsten Woche, denke ich mal, werden wir noch ein Stück weiter runterlaufen. In dem Bereich der 7.300 Marke im DAX, da könnten wir dann nochmal deutlich Stabilisierung finden und dann dementsprechend auch wieder zurückkommen. Aber wie gesagt, nächste Woche sollten sich Marktteilnehmer weiter auf turbulente Zeiten einstellen und dementsprechend auch auf fallende Kurse. Also warm anziehen an der Börse. Herr Baczynski, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und mehr Market Insight natürlich unter gkfx.de. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.